Willkommen zurück in meiner Küche und zu einem neuen Video von mir, in dem wir diese tolle Partyschlange zusammen zubereiten. Sie ist wirklich einfach zu machen und eignet sich hervorragend für das nächste Partybuffet. Also probiert sie unbedingt mal aus. Ich zeige euch jetzt Schritt für Schritt, wie sie gemacht wird. Viel Spaß beim Zuschauen. Los geht's! Ich nehme frische Hefe, etwas Leitungswasser, Mehl und Olivenöl sowie Zucker, Pizzagewürz und Salz. Ich beginne damit, die Hefe aufzulösen. Dazu gebe ich diese zusammen mit dem Wasser und der Prise Zucker in den Mixtopf und stelle 2,5 Minuten, 37 Grad und die Stufe 2 ein. Die Hefe hat sich vollständig aufgelöst. Nun füge ich noch das Mehl sowie die Gewürze und das Olivenöl dazu. Und verarbeite dies zu einem Teig für 2,5 Minuten auf der Teigknetstufe. So sieht der fertige Hefeteig jetzt aus. Und den fülle ich mir erstmal in eine Rührschüssel um. Er lässt sich super einfach aus dem Mixtopf rausnehmen, er klebt nicht. So ist das perfekt. Nun decke ich den Teig mit einem Handtuch ab und lasse ihn für eine Stunde aufgehen, damit er sich schön verdoppeln kann. Die Zwischenzeit nutze ich, um die Spieße vorzubereiten. Dazu nehme ich Mini-Salami, Cherry-Tomaten, etwas Käsewürfel und Trauben. Bei den Zutaten könnt ihr natürlich nach Belieben variieren. Die Spieße sind fertig, ich stelle sie jetzt nochmal zur Seite und mache jetzt weiter mit dem Schlangenkopf. Für die Augen nehme ich einen Mini-Babybel, halbiere diesen und für die Pupillen nehme ich zwei Nelken. Jetzt schneide ich die Schlangenzunge zurecht, dazu nehme ich eine rote Paprika, schneide einen Streifen raus. Und kerbe die Zungenspitze etwas ein. Nun ist soweit alles vorbereitet, jetzt geht es weiter mit dem Schlangenkörper. Der Teig hat sich mittlerweile super verdoppelt. Ich beginne mit dem Schlangenkopf. Dazu nehme ich mir etwas Teig weg und forme dies zu einem Brötchen. Und mit dem restlichen Teig forme ich 20 weitere Brötchen. Diese sollten etwas kleiner als der Schlangenkopf bleiben, damit man diesen später noch gut erkennen kann. Und die Brötchen lege ich mit etwas Abstand nebeneinander, denn beim Backen gehen sie noch auf. Jetzt ist der Schlangenkörper fertig. Ich bestreiche ihn noch mit Olivenöl. Und dann darf er in den kalten Backofen. Ich stelle 250 Grad ein, Ober-Unterhitze, und darin werden die Brötchen jetzt für 15 bis 20 Minuten gebacken. Nachdem die Brötchen ausgekühlt sind, kommt der beste Part, denn jetzt bestücken wir die Schlange, sodass man sie auch erkennt. Dazu nehme ich mir zwei Zahnstocher und befestige damit die Augen. Gebe etwas frische Minze für die Haare obendrauf, ihr könnt aber auch Basilikum nehmen. Und dann verteile ich die Spieße jeweils pro Brötchen. Wenn ihr möchtet, könnt ihr aber auch noch mehr Spieße machen und diese auch noch mit dazu stecken. Und so sieht die fertige Partyschlange dann aus. Ihr könnt wie gesagt total variieren, auch bei den Brötchen. Anstatt Pizzagewürz könnt ihr auch zum Beispiel Oliven oder getrocknete Tomaten verwenden oder vielleicht einen herzhaften Käse mit reingeben. Da sind euch keine Grenzen gesetzt. Wenn ihr nun Lust bekommen habt, die Partyschlange mal nachzumachen, dann schaut auf meiner Seite wannisküche.de vorbei. Dort findet ihr nochmal das ganze Rezept zum Nachlesen. Und wenn euch mein Video gefallen hat, vergesst nicht auf den Daumen nach oben zu klicken. Und dann freue ich mich schon auf das nächste Video. Bis dahin, eure Vanni.